Herr Dr. Schmid, würden Sie uns kurz und vielleicht auch knackig erzählen, um was es in Ihrem Hauptvortrag geht? Ja, ich fange vielleicht mit den beiden Hauptstichworten an. Selbstwertung. Ich glaube, das teilen die meisten Menschen, dass das Leben eigentlich dazu da ist, ein gutes Leben zu sein. Und ein gutes Leben, das auch seelisch erfüllend ist, ist für jeden Menschen ein solches, bei dem er irgendwie zu dem findet, der er sein könnte. Es gibt ganz viele Faktoren, die das bestimmen, wer wir sein könnten. Da gibt es auch sicher viele Varianten. Aber jeder kennt das auch, dass es Lebensläufe und Lebensbereiche gibt oder Aktivitäten, von denen man merkt, das macht meine Seele nicht satt oder nicht zumindest für sehr lange Zeit. Man muss gucken, was in welcher Lebensphase dann zu jemandem passt. Und es ist heute ja jetzt so sehr üblich geworden, dass wir in multiplen Persönlichkeiten und Optionen und was uns alles im Leben offen steht, denken, dass wir oft erstens schwer haben zu wissen, wo wir überhaupt hin sollen. Viele junge Menschen haben ja dieses Problem. Aber es besteht auch die Gefahr, dass wir uns dabei verlieren. Weil wenn wir, einer meiner Sprüche lautet, wer sich alle Türen offen halten will, der muss sich darauf einrichten, sein Leben im Gang zu verbringen. Das Problem ist jetzt, dass wir halt nicht von vornherein wissen, was der richtige Lebensweg ist. Das heißt, wir müssen unterwegs erst rausfinden, aus welchem Holz wir sind und was man daraus schnitzen kann. Und das ist dann ein lebenslanger Lernprozess. Und es gibt Lebensereignisse draußen, die uns eine Richtung geben. Aber es gibt auch Lebensstrebungen, die in uns plötzlich auftauchen, die wir nicht vorgesehen hatten, zu integrieren in einen Lebenslauf. Und das ist dann wichtig, dass wir das merken, dass, weil sonst das nicht gelebte Leben, die Nicht-Antwort auf eine Herausforderung, die in der Welt auf uns zukommt, uns Kraft kostet und im schlimmsten Fall uns nach und nach Sinn entleert. Insofern ist die Frage nach dem Sinn, die ja sehr viele stellen, bei aller Professionalität und bei aller Leistungsbereitschaft eine Frage, mit der wir uns immer wieder beschäftigen sollten. Und jetzt kommen wir da zu der Frage, ja, wie macht man das? Die meisten Menschen denken ja in Zielen, sie müssten sich Lebensziele setzen und dann systematisch darauf hinarbeiten und sich ständig daran messen, ob sie diese Ziele erreichen. Dann kommt so eine Leistungssporthaltung gegenüber dem eigenen Leben langsam zur Geltung. Das Problem ist, Ziele sind Punkte auf bekannten Entwicklungslinien. Das Problem ist hier aber, dass wir auf Sicht segeln, wenn wir in Kontakt mit dem sind, wer wir werden. Und wir können eigentlich gar nicht richtig sagen, was unsere Ziele sein sollten. Deswegen bevorzuge ich, in Richtungen zu denken. Wir gucken mal immer mal wieder, welche Richtung schlage ich ein, von dem Punkt aus, an den es mich nun mal verschlagen hat im Leben und wie kann ich mit mir selbst und mit anderen Menschen Dialog halten, um immer wieder zu justieren, bin ich noch in der richtigen Richtung unterwegs. Und wenn das ganz gut gelingt, dann kann man eigentlich auch nicht so viel falsch machen. Und welche Ziele man bei der Gelegenheit dann erreicht, kann man dann auch offen lassen.